Wir sind hier vorm Atomkraftwerk Neckar-Westheim. Beide Reaktoren sehen wir hier im Hintergrund. Wir machen hier heute eine Menschenkette von diesem Kraftwerk zum Staatsministerium nach Stuttgart, weil wir deutlich machen wollen, dass es eine Verbindung gibt von der Politik, die dort gemacht wird, zu dem, dass dieses Atomkraftwerk hier in Baden-Württemberg noch läuft. Wir kommen das Laufen am Neckar, das ist gleich hier um die Ecke. Und wir sind hier, weil wir gegen Atomkraft sind. Und wir sind hier, weil wir grundsätzlich schon gegen Atomkraft sind und weil ich heute Morgen bei Spiegel Online das Video von dieser Reaktorexplosion gesehen habe. Und das hat einem dann so nochmal den Schlag versetzt. Hopp, hopp, hopp! Atomkraftwerke stopp! Hopp, hopp, hopp! Atomkraftwerke stopp! Diese Hochrisikotechnologie ist nicht beherrschbar. Auch in einem Land, das sich hohen Sicherheitsstandards gerühmt hat, ist diese Technologie nicht beherrschbar. Und deswegen gehören Atomkraftwerke in Japan wie auch in Deutschland abgeschaltet. Also ich stehe eigentlich unter Schock. Ja. Ich habe eigentlich seit Tschernobyl, da war ich 5 Jahre alt, habe es aber damals mitgekriegt und habe seitdem irgendwie Angst davor gehabt, dass sowas wieder passiert und kann es noch gar nicht richtig fassen, dass es wieder passiert ist. Es ist total bedrückend, aber man hofft natürlich, dass es jetzt wirklich wahrgenommen wird, wie groß die Risiken sind. Unsere Gedanken sind natürlich bei der Bevölkerung auch in Japan und wir hoffen, dass dort die Zustände möglichst schnell auch wieder unter Kontrolle gebracht werden können und dass die Schäden möglichst gering bleiben. Ich bin so froh, dass wir heute wenigstens hier waren und ich bin mir sicher, dass es jetzt weitergeht. Und ich glaube, es reicht jetzt auch nicht nur die Laufzeitverlängerung zu kritisieren, sondern das Ziel muss jetzt sein, so schnell wie möglich abschalten. Ja, wir stehen hier vor der Villa Reitzenstein, dem Regierungssitz von unserem Ministerpräsidenten Herrn Mappus. Und hier ist quasi der Endpunkt der Anti-Atom-Menschenkette, die wir heute organisieren, 45 Kilometer lang vom Atomkraftwerk Neckar-Westheim bis zum Regierungssitz hier in Stuttgart. Wir werden nicht nachlassen. Die Menschen, die sich in so großer Zahl mobilisieren lassen zu diesem Thema, sagen alle Atomkraft nein, danke. Aber sie sagen gleichzeitig, wir wollen eine Energieversorgung aus erneuerbaren Energien und dafür soll sich unsere Landesregierung einsetzen. Abschalten! 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 Ihr seid zu eng! Wir haben 45 Kilometer! Also, nehmt euch ruhig bei den Händen! '98, '99, '99, '200! Danke! Wie ist dein Name? Derbis. Derbis, Nummer 200! Super Strecke hier! Leute, bitte jetzt auf die Straße treten. Wir machen die Kette zu in 3 Minuten. Thank you.
Wir treffen uns hier bei schönem Wetter, wohlbehütet in unserem Land. Und zugleich ist in Japan die Menschen von einer großen Katastrophe gleich dreifach getroffen, dem Erdbeben, dem Tsunami und der drohenden nuklearen Katastrophe, die wahrscheinlich nicht abwendbar ist. Bevor wir weiter fortfahren mit unserer Demonstration, bitte ich Sie, innezuhalten und gemeinsam eine Schweigeminute einzulegen für die Menschen in Japan, denen unser aller Mitgefühl gilt. Da 60.000 Menschen von Neckarwestheim nach Stuttgart sich seine Menschenkette zusammengeschlossen haben und dass einige zigtausend hier am Stuttgarter Schlossplatz eindrucksvoll demonstriert haben, das gibt Mut für viele andere Regionen Deutschlands. Wer, wenn nicht wir, die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, kann voranschreiten in eine Energiewende, in eine dezentral erneuerbare Energiewende. Wir müssen Verantwortung übernehmen, wir müssen ein Zeichen setzen. Und dieses Zeichen geht aus von dieser Menschenkette und von dieser Demonstration hier auf dem Schlossplatz. Macht kehrt, schaltet ab.